Wir gucken uns heute mal direkt Maxify an. Auch wenn irgendwie gefühlt 20.000 Leute, habe ich gesehen, darauf schon reagiert haben. Ist mir scheißegal, P. Dizzle ist eh immer zu spät mit allem. Maxify. So, da, Maxify zeigt sich. 1 Million Abonnenten-Special, 9 Minuten 21. Da bin ich sehr gespannt, wer hinter dieser Stimme steckt. Die so klingt wie ein freaking Anime-Charakter. Also Maxify hat so eine richtig unschuldige Stimme. Oh, zwei süße Hunde. Habt ihr gerade den Hund gesehen, wie er so komplett verwirrt war? Oh mein Gott. Oh. Yo, Leute, was geht? Max hier am Start. Heute mit einer besonderen Parkweise. Ich war hier und willkommen zu Young Lebensmittel. Und ich wollte mich einfach mal extrem bei euch bedanken dafür, dass ihr einfach jedes Mal unter meine Videos Kommentare schreibt. Best of Maxify. 1000 Abo Special. Ich weiß gar nicht, ob ich früher so ein 1000 Abo Special hatte. Doch, ich habe auch so Best-Offs gemacht. Stimmt. Das war nice. Glaube ich, hoffe ich. Yo, Leute, was geht? Die Zahlen sind die Abos. Ja, ich weiß, das dachte ich mir schon. Und ja, im Hintergrund spiele ich... Oh, und willkommen zu Sim-Spiel mit... Okay. Haben wir auch Sims 4 gespielt, so wie Palette und Manuel? Wann hat der Boy eigentlich angefangen mit YouTube? Ich hab den Jungen nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Kenn den gar nicht. Komm, wie soll ich das aufmachen? Oh, sehr geiles Game. Sehr, sehr geiles Game. Wollte ich eigentlich auch schon längst weitermachen. Hab ich auch schon weitergemacht. Aber ich hab da so gefailt. Das war so bitter traurig. Oh, es gab so einen komischen Bug-Modus, den ich aktiviert habe. Der sozusagen so ein DLC war, ich kann ja aber weiter labern. Und hab's komplett verpackt. Mortad und O-Saft. Also seitdem machen die schon was? Seit 40.000 Abonnenten? Als ob. Widget, yay. So, wann zeigt er sich denn jetzt endlich? Was macht er da mit dem Hund? Oh, da. Jetzt, ich glaube, jetzt ist es bei ihm richtig explodiert. Bei diesem richtig kranken Fortnite-Hype. Wo plötzlich so aus dem Nichts zahlreiche YouTuber so komplett geisteskrank abgegangen sind. Funny Moment. Oh, guck mal, da krabbelt es aber auch im Karton. Junge, Alter, also, du bist einfach überall. Oh ja, da geht's krank ab. Oh. Hitman. Ah, das hat Zombie auch gespielt. Oh ja, das ist komplett eskaliert. Und willkommen zu meinem 500.000 Abonnenten Frage und Antwort Special Video. Ja. Welcher Zeitraum das jetzt ist? Das hätte ich noch gern. Okay, das ist ja auf Madeira. Ich geh jetzt über die Mitte. Wir sind Fall Guys. Und jetzt sind wir gleich. Jetzt ist es gleich soweit, Leute. Ernst, was machst du denn? Okay, na, du bist auch ready, ne? Ich sehe schon, du bist komplett ready. Oh, Among Us. Oh, da hat er. Es gibt dir Geld. Maxi, willst du was sagen? Also. 1 Million Abonnenten. Ihr habt mir so unglaublich viele Nachrichten geschrieben, dass ich mich jetzt endlich zeigen soll. Und Leute, heute ist der Tag, an dem ich mich zeigen werde. Ich hoffe, ihr seid bereit. 3, 2, 1. Junge! Das habe ich schon innerhalb von einer Sekunde. Hat man das schon... Ja, Simon. Wow. Habt ihr wirklich gedacht, Maxify existiert? Leute, ich war es die ganze Zeit, ich habe mich jahrelang nur verarscht. Ups. Macht man, er hat ungelass angemacht. Okay, aufnehmen. So, okay. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Okay, krass.
Interessant, passt ja null zur Stimme. Als ob. Ist er das wirklich? Willkommen zu meinen 1 Million Abonnenten-Special und meinem Face-Reveal. Ich habe euch ja versprochen. Ja, okay, das so perfekt zu lip-sinken, das geht, glaube ich, schwer. Interessant, also ich hätte auf jeden Fall mit einem anderen Gesicht gerechnet. Zeigen werde. Es hat ein bisschen länger gedauert als geplant, aber... Ich habe ja schon einige YouTuber gesehen, die sich vorher noch nicht gezeigt hatten. Und bis dato passte es, glaube ich, nie. Und auch bei Maxify ist es so. Also an YouTubern, die ich mal gesehen hatte, die sich nicht gezeigt haben, war, glaube ich, Stegi, Maudado, MC Expert. That's it, glaube ich. Und Gott, er ist ein sweeter Boy. Da muss man jetzt auch nicht gerade... Eine Sache, die ich immer nicht ganz verstehe, das habe ich auch mal mit Bergi im Podcast gesagt, dass Leute immer sagen, ja, der ist aber ein schöner Mann. No homo. Wo ich mich frage, Alter, woher kommt die Insecurity? Ich kann doch sagen, Mensch, das ist ein sweeter Boy. Auf jeden Fall. Ohne da danach sagen zu müssen, no homo. So sicher sollte man sich seiner Sexualität ja wohl sein. Seht ihr mich zum allerersten Mal, by the way? Ich weiß, ihr habt mich davor auf Bildern und so gesehen, aber ich glaube, das kann man nicht ganz so zählen. Heute ist der erste Tag, wo man mich komplett unzensiert auf YouTube sehen kann oder Allgemeinheit sehen kann. Und ob das gut ist, ich weiß nicht. Ob euch das gefällt, ich weiß es nicht. Ob ich jetzt mehr Facecam-Videos machen werde, weiß ich auch noch nicht. Es kommt ein bisschen auf euch und auf mich drauf an, wie ich mit dem Ganzen klarkomme. Ich finde es gerade super awkward und ich glaube, ihr findet es auch super awkward, mich zum ersten Mal mit meiner Stimme halt zu hören, weil sonst habt ihr nur meine Stimme immer gehört und jetzt seht ihr zum ersten Mal ein Bild zu der Stimme und... Obwohl, ich muss sagen, am Anfang fand ich es ungewohnt, aber jetzt, ohne Witz, innerhalb von diesen paar Sekunden habe ich mich komplett dran gewöhnt. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt eure Erwartungen komplett in den Boden gestampft habe oder ob ich euren Erwartungen entspreche. Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass die Hälfte jetzt von euch super enttäuscht ist und die andere Hälfte sich freut, dass ich halt so aussehe, wie ich aussehe. Das ist halt... Ja, come on, Alter, der hätte doch auch sonst wie aussehen. Ganz ehrlich, entweder man feiert doch keinen YouTuber wegen seinem Aussehen. Vor allem nicht die ganzen Gaming-YouTuber. Die sehen doch alle aus wie so ein Autounfall. Machen wir uns nichts vor, Alter. Ganz ehrlich, wir Gaming-YouTuber, weißt du? Wir haben doch... sehen doch alle ein bisschen komisch aus. Das ist alles wunderbar. Ja, Geschmackssache, würde ich mal sagen, oder? Es ist auch für mich das Video, wo ich die größte Überwindung treffen musste überhaupt, weil ich war noch vor kurzem stark am Überlegen, ob ich mich wirklich zeigen möchte oder nicht, weil mit diesem Video würde ich sagen, gebe ich komplett meine Privatsphäre im Real Life auf. Davor konnte ich ja überall rumgehen, auch auf der Gamescom und eigentlich niemand hatte mich so wirklich entdeckt oder hat sich nicht getraut, mich anzusprechen, was ich aber auch gut fand, weil... Ich mag Interaktionen in Real Life absolut gar nicht. Ich kann es nicht, Leute. Okay? Wenn mich jemand anspricht, super awkward für mich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt muss ich halt damit rechnen, dass mich Leute ansprechen und ich muss mich daran gewöhnen, ja? Das ist awkward, weil ich bin auch nur ein Mensch. Ein Mensch wie ihr, okay? Und dieses Bekanntsein oder so, mag ich nicht. Ich mag das wirklich nicht, dieses, können wir bitte ein Bild machen? Es ist für mich halt komisch. Das ist super komisch, weil ich bin nicht besonders in meinen Augen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich fühle mich nicht besonders. Ich fühle mich halt einfach wie noch am Anfang von YouTube. So, es hat sich bei mir einfach nichts geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Location. Wisst ihr, die Location. Ich bin ein bisschen fluffiger geworden. Und ja, ich weiß nicht, was sich sonst großartig geändert hat. Ich denke, ich werde wahrscheinlich nächste Woche, also am 17.10. nochmal einen Livestream machen, damit ich mich ein bisschen besser an Face... Cam gewöhnen kann. Ich glaube, auf Twitch ist es am besten, sich daran zu gewöhnen, weil ich da auch die direkte Interaktion mit euch Zuschauern habe. Und ja, ich werde es auf jeden Fall nochmal ankündigen, ob ich das machen werde oder nicht. Deswegen schaut einfach auf meinen Social Media Dingern vorbei. Ich werde es auf Twitter oder Instagram oder auf beiden Sachen ankündigen, wann und ob ich streame. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet da ein. Und ja, mache ich den Stream, lasse ich mir ja nicht entgehen jetzt hier. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht ganz realisiert, dass ich wirklich 1 Million Abonnenten habe. Ich glaube, irgendein Tag wird... Ah, das war ein geiles Gefühl. Zum ersten Mal 1 Million zu knacken, das ist schon sehr, sehr nice. Die 2. Million war okay, dann 3 Millionen. Ihr wisst, was ich... Ich mache nur Quatsch, Leute. Nee, aber die 1. Million war wirklich schon der krasseste, weil so, du hattest immer so dieses Ziel, beziehungsweise nicht unbedingt ein Ziel, sondern es war so ein Traum. Weißt du, du hast dir so vorgestellt, boah, was passiert, wenn man mal irgendwie 1 Million Abonnenten hätte? Und dann irgendwann war es soweit und man dachte sich so, what?
weil es halt so null greifbar ist. Am Ende des Tages ist es ja, es ist am Ende des Tages auch nur eine scheiß Zahl. So, da finde ich es tatsächlich eher cooler, diese direkte Interaktion zum Teil auch zu haben, wisst ihr? Auch so, so wie er das gerade gesagt hat, weil es greifbarer ist. Weil so eine Zahl ist nicht greifbar. 4 Millionen, selbst bei 1 Million, das kannst du nicht fassen. Wenn du, sagen wir mal, irgendwo im Stadion bist und dann so eine 80.000 Leute da irgendwo bei in Dortmund oder so, dann siehst du das. Aber das sind nur 80.000. Also es ist schon ein bisschen, komisch. Da würde ich es so richtig realisieren und da werde ich, glaube ich, komplett fertig sein innerlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist halt einfach wirklich insane für mich, diese Abonnentenzahl zu erreichen. Ich weiß auch, bei meinen ersten 1000 Abonnenten, das habt ihr auch am Anfang des Videos gesehen, da war ich schon komplett emotional. Bei 100.000 dachte ich, die Welt geht unter, jetzt habe ich 1 Million. Ich realisiere es absolut gar nicht. Und wenn ich realisiere, ich glaube, dann geht bei mir alles unter. Es ist halt so, keine Ahnung, 1 Million, klar, es ist an sich nur eine Zahl. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Leute wirklich dahinter stecken, na, das ist insane. Ja, exakt das, was ich auch meine. Und ich rede jetzt schon so ungefähr 5 Minuten. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer danke. Danke für den ganzen Support und... Ja, bitte. Ach ja, und Leute, was ich hier gerade sehe. Ich habe, by the way, ein Buch. Falls es noch nicht wusstet, ich habe ein Buch rausgebracht. Das kann man sich jetzt noch vorbestellen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Es gibt 2 Links. Eins zu Thalia und eins zu Amazon. Falls ihr es euch auf Amazon vorbestellen wollt. Am 12. oder 13. kommt es offiziell komplett raus. Also, falls ihr euch das Buch holen wollt, den Link dazu in der Videobeschreibung. Und ja, es tut mir leid, dass ich gerade so frech hier am Ende des Videos nochmal Werbung gemacht habe. Und ja, falls ihr weitere Videos mit Facecam sehen wollt, dann lasst einfach ein... Weil, kurz zur Info, es gibt eigentlich immer 2 Verlage, bei denen die meisten YouTuber sind. Entweder Community Editions oder der Riva Verlag. Pidizzle ist Community Editions und irgendwie ist der Rest, sind alle bei Riva. Einen Daumen nach oben da, ab 100.000 Likes, keine Ahnung, kommt wahrscheinlich nochmal eins, kommt wie gesagt ganz drauf an und falls ihr mich noch nicht abonniert habt und noch mehr Videos mit diesem Gesicht sehen wollt, dann lasst ein Abo. Der hat auch gute Pranken, Alter, der pumpt bestimmt, der ist bestimmt die Muscles am Gain.